Ich habe gemeint, ihr habt kein Kind. Nein, können wir nicht. Ah, hör auf! Hör auf! Mach! Nein! Was siehst du? Ein Puff, Skulpturen. Und da geht es noch ein Skelett, das oben runterlöchelt. Ja, nein, jetzt wirklich? Die sind echt? Ja, natürlich. Wir sind da beim Giger zuhause, ja. Die Sendung heute in Gruyère, in der Bar vom H.A. Giger. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Madame. Am Morgen in der Bar. Weißt du überhaupt, wo wir sind? Café. Beim H.A. Giger? Mhm. Wieso sind wir da? Natürlich nicht zum Spass. Das kann ich mir vorstellen. Wir starten die Sendung quasi beim H.A. Giger und beenden sie dann auch bei ihm, aber nicht hier in Gruyère, sondern in Zürich. Aber er lebt nicht mehr. Nein. Er ist 2014 gestorben, aber seine Frau lebt noch dort. Also, aber wir hören die Sendung erst dort auf. Starten tun wir sie im Kanton Bern, in Wangeried. Oh, bitte mit so einer Lichtstimmung. Wo ist das Haus? Das ganze Gelände ist wie ein Haus. Es ist ein Grundstück von 8000 Quadratmetern. Der Bewohner nennt es seinen Kunsthof. Denn nach 8000 Quadratmetern wird es ein bisschen kleiner. Das hier nennt sich Skinny House. Ist das ein Scherz? Wieso meinst du? Nein, das ist eine Attrappe. Das ist wie früher bei Lüthi und Plan. An der schmalsten Stelle ist es bloß 1,8 Meter breit. Und dann schließt sich, wie erwähnt, der Kreis. Nachdem wir hier in der H.A. Giger Bar gestartet haben, gehen wir in sein langjähriges Wohnhaus in Zürich. Er war ein Oscar-Gewinner. Mhm. Und das ist sein Haus. Liebst hat das übrigens gehabt, wenn man die Fenster gar nicht aufgetan hat. Das hat so eine schöne, düstere Stimmung gegeben und das hat ihn besonders gut inspiriert für seine Bilder und Skulpturwelten. Mhm. Aber startet immer. In Wangeried. Gut, kannst du dort mal anrufen und das Licht bestellen, bitte. Da müssen wir raus, da müssen wir raus. Ja, ja, keine 850 Meter. Jona, du hast ja genau das Wetter da gewünscht. Passt. Passt. Einfach ohne Pink und Sonne. Wir gehen zum Reto Bertschi, der lebt seit 7 Jahren auf seinem selber gestalteten Kunsthof und hat das Gelände so völlig nach seinem Gusto gestaltet. Ich glaube nicht immer nach dem Gusto von den anderen Bewohnern hier, aber mittlerweile haben sich alle arrangiert. Und ich glaube, wir sind da. Ah! Ah, das Boot wird da wieder fahrtüchtig machen, habe ich gelesen. Das dort? Ja. Das ist ein Pedalo. Wenn du 2500 Stutz zahlst, darfst du bei der Jungfernfahrt mit dabei sein. 2500 Stutz für eine Fahrt? Ja, da braucht ein bisschen Geld da, gell? Das ist Abzocke. Hallo Reto! Hallo zusammen! Bist du gerade beschäftigt? Hast du nein, ich habe eigentlich, weil ich ein bisschen gewartet habe, ich fange einfach ein bisschen arbeiten. Wo bin ich da gelandet? Auf dem Kunsthof? Kunsthof, oder? Ja. Mhm. Weil wir haben hier in Wangeried 400 Einwohner und haben einen Gasthof, Bauernhof und eben Kunsthof. Das Kaffee auch. Sehr gern. Hä? Du aber mit diesen Bauernhöfen und Landhöfen, die gesagt hast, auf deinen Kunsthof, haben sie aber nicht gewartet. Das ist so. Und dann meine erste Aktion war, dann einfach mal das ganze Dorf einzuladen. Mittlerweile kommen sie hier Kaffee mit Musik trinken, ein Bierli oder was auch immer. Sie können mir helfen, es ist recht gut. Man muss sich auch ein bisschen integrieren. Immer stossen. Oh, was ist das? Oh, 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 oh. Da kann man drauf sitzen, oder? Ja. Falls da. Mit Falz?
Du, aber Reto, das ist jetzt wirklich dein privater Bereich. Also, da wohnst du. Hier arbeite ich, koche ich, lebe ich, hier schlafe ich und zeichne. Du verkaufst deine Kunst? Ja. Und die kostet? Die kostet viel Geld, ja. Ja. Wie kann man als Künstler plötzlich seine Werke teuer verkaufen? Das ist ganz einfach. Muss irgendwie ein das Gefühl, müssen die Leute das Gefühl haben, oh, der kann etwas. Mhm. Ich war in der Kunsthochschule. Das zieht immer. Echt? Ja. Und noch zu Kassel in Deutschland. Ich war Assistent bei Jean Hutter 10 Jahre. Und dann kommst du wieder rein und machst und hast dort das Atelier. Und dann gewinnst du ein Preis, dann gehst du 3 Monate auf Japan zeichnen, kommst schon mal zurück und so. Dann geht das immer weiter so. Cool, let's go. Was willst du sehen? Das WC? Komm, wir gehen ins WC. Cool. Oder im WC kannst du ja loslassen, musst dich entspannen. Und dann muss das immer ein schöner Raum sein. Und das wäre also mein WC. Und wenn du dort hockst, siehst du dich nie in einem Spiel. Nicht, hä? Du kannst das Buch oben abnehmen, genau. Hast du extra so gemacht, dass man sich nicht sieht, gell? Ja, richtig. Hey, das ist schon mal ein Anfang zu einer Performance. Das ist schon mal gut. Was ist das, dein Merchandise? Das ist Merchandise, ja. Du kannst Kärtchen haben, den Kirchturm, den ich rosa-rot habe, weil ich einen Liebesbrief draufgeschrieben habe. Alles verewigt. Dann gehen wir ruhig. Das ist 5,5 Meter geht die Steg jetzt darauf. Okay. Das ist die. Das ist jetzt mein Zeichnungsatelier und dort schlafe ich und wohne. Ich habe nicht gerne Wände, Zimmer, das ist gut aus. Das muss offen sein, da muss ich ja denken. Da hier jetzt ja dröht, oder? Da wären sonst so Balken. Ja. Nein, ich sagte, das geht nicht. Mit dem Zimmer mal schauen, mein Ingenieur, das muss man können bingen mit Drahtseilen. Sonst denke ich gerne an die Balken her. Hier mein WC, schau jetzt. Und ich habe die rosa-rote Kirche gemacht, das habe ich alles in rosa gestrichen. Ja. Und das Bild geht sogar hier, was alle sagen. Hier fängt es an. Das ist die Vasualpa im Wallis. Nachher auf den Passepartout-Rand und dann geht es aber weiter. Es geht hoch, es geht nachher drum herum. Weißt du, es sollte nicht. Weil das geht so wie weiter, hier raus in unser Gästezimmer. Hier ist das Gästezimmer und dann geht die Zeichnung natürlich wie weiter, oder? Das heisst Amore 71. Gell? Wieso Amore 71? Alles, was ich mache, ist Amore. Was mir mal und wieso? Ja. Amore ist einfach so schön, oder? Ja, nein, Zahlen. Perfekt, oder? Und dann tun sie immer jemandem mit der Jahreszahl. Hier rein kannst du schlafen? Ja, ja. Hey. Rein, komm auch rein. Da kann ich auch rein im Fall. Was? Das kannst du jetzt absetzen. Aha. Nein, da kannst du jetzt auch reinkommen. Es ist huere gross. Okay. Ja, kommen wir alle kommen. Huere gross. Schön, gell? Dann kannst du Schuhe tun, Küche, alles ist parat. Und dann ist eben das Haus auf dem Haus, neben dem Haus, im Haus. Jetzt gehen wir mal drum herum, ist gut. Ist gut. Ja? Aber da, schau jetzt, da zwei muss ich noch schauen, wo du schlafst. Ja, wir sind da ein bisschen im Schnellzugstempo ja. Durch. Was ist da hinten? Dein Lieblingsbereich. Das Kleider. Das ist mein Schaft, ich baue alles selber. Das habe ich selber gebaut, das was habe ich ist selber das? Gebaut. Ein Massagestuhl? Ja. Aha, ja, aber der ja, läuft ja. Nicht dort hinein. Nein, ich habe immer 5 Projekte gleichzeitig. Mhm, warum 5? Weil ich mag nicht gerne am gleichen arbeiten. Ja. Da musst du wieder etwas anderes machen. Das gibt die Bibliothek dort oben, gehen wir nachher auch noch schnell. Ja. Einfach neue Orte suchen, wo man drin wohnen könnte. Ein Raum schaffen. Nicht Wohnungen schaffen oder so, das ist gut aus. Aber so Räume schaffen, weißt du, wo so. Wie das WC unten. Die einfach mir gefallen. Und das wird super. Okay. Wir sind heute noch von euch Kesselkunst. Wir machen heute noch Kesselkunst. Das ist der Deal. He? Okay, Deal. Und hier ist Schiffswert. Der Jan hat gesagt, wenn ich 2000 Stutz zahle, darf ich bei der Jungfernfahrt dabei sein. Stimmt das? Das stimmt, ja. Nicht 2,5. Mal. Aber für dich könntest du es günstiger haben. Aber wieso willst du Geld für eine Jungfernfahrt? Das muss ja finanziert sein, das Projekt. Und die ist im Genfersee gelaufen. Und da ist eben die Werkstatt und da ist alles, weißt du, schon alles auf Redling, gell? Darf ich Ihnen reden? Mach um. Ist ein bisschen nass. Wie viele Knoten hättest du gern? Mach einfach, gib Gas. Oh-oh. Gehört zum. Es ist Kunst. Ist das dein Pool?
Du musst einfach arbeiten, auch experimentieren mit Wasser. Und da haben wir das Becken her. Und ich gehe auch Bogen rein, weißt du? Super. Köpfler und alles. Cool. Ich mache heute noch den Köpfler hier rein. Du wenn ihr lieb seid. Nur wenn ihr lieb seid. Okay. Abschlussbild. Gut. Und hier, das ist meine Wasserversorgung, gell? Da habe ich eine Hockdusche gemacht. Da kannst du hocken. Das sind alte Biertanks. Regenwasser. Alles Regenwasser. Ah. Und von denen hat es eben zwei. Und auch wenn du jetzt hier wieder schaust. Zu mit einem Kessel auf dem Kopf, gäbe es super Kessel. Kommst du jetzt hier. Schau mal das Bild an. Oh ja. Nee, das machen wir heute auch noch. Willst du es machen? Am gescheitsten machen wir es immer gleich. Ja, weißt du, ich hätte hier noch super. Ja, also. Okay, Kesselkunst. Den nein, ja. Das ist super. Super, ja. Kunst, das ist super. Einfach nicht zeigen. Okay. Ja. Nein! Nicht nass! Das ist super. Das ist super. Veto ist ein super. Nein, du musst den Tank ganz runter. Ganz runter haben, so. Okay. Gut. 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 Und jetzt hast du schon Kunst gemacht. Jetzt hast du eine Performance mitgemacht. Das reicht. Gummistiefel-Weitwurf ist das. Was ist das? Eine Gummistiefel-Weitwurf-Bahn. Mit dem Kübel auf dem Kopf. Kannst du bei mir die Haare waschen? Und jetzt einfach etwa gerade schiessen. Sieht irgendwie doof aus, gell? Gut. Wo schon schnell? Shit. So. Meinst du, so als Diskus kommt noch weiter? So doof! Aber gut! Und hier, hier gibt es jetzt eben die Bibliothek drin. Da bin ich voll am Arbeiten. Du stehst und schaust. Aber dann kommt es dann so. Und jetzt kannst du rein und dann siehst du wirklich, wenn die Scheibe geputzt wäre, und dann kannst du eben dein Buch lesen. Aha. Die dürfen mir jetzt zuschauen mit dem Kessel. Spring schnackt. Da. Also wo muss ich denn her? Kamera machen, so gleich kommen. Hä? So, einfach warten, bis ihr wieder sagt, ihr könnt ihn anlegen. Bis ich sage, ihr könnt ihn abnehmen. Jetzt hier, Mama. So, und Kamera machen, auch zu mir kommen. Ja, nein, gegen. Hier, so. Gut. Ready? Filmt noch einen. Was passiert jetzt? Einfach genießen. Elegant! Amore 81. Danke dir viel, Mann. Danke euch. Du hast performt. Mhm. Wir haben Kunst gemacht. Wir gehen jetzt das Haus weiter Richtung Appenzellerland. Sehr schön. Tschüss. Tschüss zusammen. Du auch. Ciao. Machen Sie mit und entdecken Sie das natürliche Nähen mit einer Nähmaschine von Bernina. Jetzt anrufen auf 0901 55 66 00 für 1.20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir eine Bernina 485 inklusive Eco-Plant-Bags aus 100% Schweizer Leinen und Zimmerpflanzen im Gesamtwert von rund 2.500 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Alle Infos auf srf.ch. Weg nach Gäs im Appenzell Ausserrhoden. Gäs? Geschrieben Geiss. Also wir sind auf dem Weg zu dem Haus, wo du gefunden hast, sieht aus wie die Attrappe bei Lüthi und Blanc, wo du früher noch mitgespielt hast. Ja, oder auch in diesen Hollywood-Produktionen. Da gibt es ganze Dekor mit Häusern, die gar nicht existieren. Sie heissen Dylan und Petra McGee. Dylan und Petra? Yes. Aber sie reden Appenzellerdeutsch. Nicht wahr? Ja, ein Ehepaar ohne Kind. Mit einer Katze. Sein Vater kommt von Schottland. Und Dylan arbeitet so als Bauleiter. Und darum ist er eben irgendwann auf diese Parzelle gestoßen. Die ist ja zwischen einem Bach und der Strasse und darum wenig Platz und so. Und darum ist man dann auf das Konzept gekommen. Ich glaube, wir sind da.
Und sieht immer noch aus wie bei Lütti und Blanc. Ja, jetzt gehen wir mal schauen, was hinten ist. Aha. Es ist also ein Haus. Was heisst das? Liv, lebe. Wie heisst es? Petra und. Dylan. Egal, ich frage. Liv. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Hallo. Ich bin Viola von Ding Dong. Dylan Petra. Ich bin ein bisschen nervös. Ich auch. Und gerade ein Überfall mit der ersten Frage. Was heisst das da draußen? Wir haben schon gewehr, weiss natürlich. Ist, relativ banal. Das habe ich gedacht. Das ist die Hausnummer. Das kann ja wohl nicht römisch sein, habe ich mir gedacht. Das habe ich nie gesehen. Das L ist nicht geläufig. Das 50. Ah, ja. Oh, ein Sonnenblumenblick. Ist da je nach Stimmung? Wird die Farbe ausgewählt? Je nach Kleider. Ah, okay. Was würde ich jetzt? Zu schwarz-weiß passt alles. He? So klar. Wo gehen wir hin? In den Keller. Ja gut, dann passt ja. Tönt ihr die Gäste immer zuerst in den Keller? Wir fangen vorne auf. Ah. Was ist da drin? Darf ich? Ja. Okay. Ich habe gemeint, ihr habt kein Kind. Nein, können wir nicht. Wer ist das Kind von euch? Ich mehr. Hättest du etwas gesagt? Ich hätte hier noch ganz viel gehabt, wo niemand mehr anschaut. Willst du noch etwas spielen? Soll ich dich hier zum Spielen oder? Ja, hasse Lego. Ah, gut. Das ist ja schön. Ich bin ein Playmobil-Dude. Sorry. So schön. Ein Schottenrock! Hat man da jetzt etwas drunter oder nicht? Socken und Schuhe. Ah, eben. Und sonst? Socken und Schuhe. Also, und du bist ja aus Schottland, gell? Mein Vater ist aus Schottland. Ja. Und darum also geheiratet? Oder was hast du noch so haben wir es dann gesagt, machen wir doch da in die Richtung. Aber nicht in Schottland selber? Nein, hier in Geiss. Was haben eure Eltern, Familienangehörige, Freunde gesagt, als ihr gefunden habt, ja, wir gehen jetzt hier in so ein dünnes Haus? Wir haben es nicht vielen im Vorfeld gesagt. Die, die Pläne gesehen haben, haben schon skeptisch drauf geschaut. Gut, ich auch. Ja, also, das Traumhaus hat vielleicht nicht so ausgesehen von Anfang an, oder? Ja. Frau Mödi, hast du dir das vorstellen ja. Von der Form her? Und es ist auch im 3D-Modell, die Raumwirkung hat man nicht auf den Plan bringen. Ja. Die haben wir erst gesehen, als wir aufgerichtet haben, oder wir jetzt spät waren, um einen Rückzieher zu machen. Da ist dann ein Bäumchen schon gestanden. Da ist dann ein Bäumchen gestanden und wir sind in der Stube und sagen, Mann, ist gut, kommt gut. Es funktioniert. Und jetzt ist es aber euer Traumhaus. Ja. Nein, es ist super. Eben, du hast den Bach da, du hast riesen Fenster, du hast Alpstein, du siehst. Das ist auch keine kleine Küche. Nein. Ja, wir haben halt einfach dort, wo es keinen Platz mehr hat, angefangen. Ah, okay. Ausnutzen. Ja. Wer ist mehr in der Küche? Gleich. Wir kochen viel am Sonntag und dann für die ganze Woche. Wirklich? Aufwärmen. Ja. Ja. Was kocht man, wo eine Woche lang gut bleibt? Ja, so wie Gratte, ja. Reisauflauf, so ein bisschen Salat vorbereiten. Machst doch du einmal auch. Ja. Julia hat uns mal von ihrem Hörnli-Auflauf erzählt. Sie serviert den Kindern immer wieder die gleichen Hörnli und sagt, nein, sie haben etwas anderes. Dann probiert sie dann mit ein bisschen Käse oben auf den nächsten Tag, bis sie irgendwann weg sind. Ja, aber ich verwerte es 3 Tage und nicht eine Woche. Geht gut, eine Woche. Also ich sage jetzt mal, ein Haus fürs Alter ist es nicht. Nein.
Was für eine Aussicht. So schön. Ja, da brauchst du keinen Vorhang. Oh, schön! Ist das eine Sauna? Ja. Ja, ich kann nicht mehr. Oh. Geh mal rein. Nein, ich habe Angst. Ja, das ist für mich so ein Horror, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich komme nicht mehr raus aus einer Sauna. Und ihr sterben. Das hat jeder seine Ängste. Es kommt immer wieder etwas Neues dazu. Einmal Spinnen, einmal ich habe Angst, das dass ich nicht mehr aus einer Sauna gesehen. Dass mal jemand in dieser Sauna eingesperrt hat. Ja, und voll aufgedreht hat. Und er ist dort drin, glaube ich, fast. Dort. Ja. Dort. Aber jetzt meinst du, mit 7 Leuten da würde ich keinen mehr rausholen? Man weiß nie. Vielleicht bin ich mitten in einem Tatort und weiss es nicht. Ich habe die Türen zugetan, als eine Mutprobe. Mach's. Okay, Dylan, du darfst. Und einschalten. Nein! Genau. Angst vor Sauna, Angst vor Spinnen. Ah, ich lebe noch. Gratulation, Viola. Ich muss dir noch etwas zeigen. Ich habe etwas gefunden. Was? Gut, noch ein bisschen kommen. Du willst stehen bleiben? Stehen bleiben, gut. Jetzt sagen wir mal, ich habe zu viel Bier getrunken. Ich muss bisseln. Das sage ich sicher nicht im Fernsehen. Sag es, wie es willst. Ich muss aufs Klo. Sag, ich bin fertig. Ich bin fertig. Oh, aber noch nicht ganz so flüssig. Ja, was? Braucht man das? Sorry. Du hast länger da drauf zu drücken, als ihn aufzutun, ne? Nein, nein, jetzt geht's. Nein, nein, du warst ja auch anders. Gut, ah, schau, jetzt geht's noch mit dem Kind. Stell dir vor, du hast ein kleines Kind, das nicht ins WC und dann kann es mit dem Gerät spielen. Es geht nur noch. Ja. Nein, ich sage jetzt da mit dem Deckel, das haben wir gar nicht gewusst. Wir wollten einfach eine Dusche wollen. Oh. Und dass es noch einen Deckel hat, eine Lüftung und eine Heizung und ein Lämpli, da haben wir erst nachher erfahren. Gut, also, ja. Machen wir einen Deckel auf die Geschichte. Jetzt kommen wir in den vierten Stock. Genau. Das ist ein Hochhaus. Sind wir ehrlich? Und was ist da oben? Nochmal ein kleines Kämmerli. Oh, das ist denn schön. Das ist ja mega schön. Haben ihr viele Gäste, die hier schlafen können? Hin und wieder. Ja. Wir selber haben auch letzte hier oben geschlafen. Ja. Und die Gäste haben unser Bett gehabt. Kann man hier auftun? Ja. Ich bin's Gäste! Schon wieder. Danke vielmals, ihr zwei. Es war schon fast ein Ferienfeeling in eurem Skinny House. Schön, bei euch vorbeizuschauen. Hallo, Kameracrew. Wir würden noch einen kleinen Schlenker machen nach Seltisberg. Wir haben noch von der Zuschauerin einen Tipp bekommen, dass dort noch ein Haus soll haben für uns. Okay, cool. Was für ein Haus? Ziemlich viel Beton. Allerdings hat es noch einen Baum, der wie durch das Haus durchkommt. Was glaubst du, er wohnt in einem Betonhaus? Bis jetzt haben in Betonhäusern alleinstehende Männer gewohnt. Ja. Wobei sie das Haus jeweils nicht für sich allein gebaut haben. Die Frauen sind nachträglich ausgezogen. Ich spüre noch nicht so eine Vorfreude bei dir raus. Beton habe ich jetzt schon etwa 17 Mal gesehen. Komm, wir schauen mal, was sich da hinter den Hecken verbirgt. Oh, voll in die Nase. Grüezi wohl! Wir sind vom Schweizer Fernsehen, von der Sendung Ding Dong, mit Viola, das ist der Jan. Wir sind von einer Sendung, die spezielle Häuser besucht. Und euer Haus ist uns empfohlen worden. Jetzt haben wir fragen, ob wir reinschauen dürfen. So doof das tönt. Ja, eigentlich schon, ja. Wirklich? Dürfen wir einfach reinkommen? Ja. Seit wann wohnt ihr da? Seit 2018. Habt ihr das selber gebaut, selber mitkonzipiert? Also, wir hatten Architekten und die haben dann uns zwei Vorschläge gebracht. Eins ganz normales Haus, eins das. Und ich glaube, sie haben dort schon gehofft, dass uns das gefällt. Aha. Und dann ja. Mami, wer ist da am Tisch?
Ida ist am Basteln. Hoi, Ida. Oh, Ida, mein Lieblingsname. Wirklich? Das ist ein Zeichen. Meine Großmutter hat Ida geheißen. Mhm. Ja, ist ja ein sehr alter Name. Ja, er muss sich eben immer noch ein bisschen überwinden in der Kinderfrage. Zeichen. Ida, gefällt es dir da wohnen? Hm? Ist schön. Hast denn du ein Zimmer? Hast du ein eigenes Zimmer, Ida? Mhm. Dürfen wir mal dein Zimmer anschauen? Das? Das ist jetzt voll in, man lässt ein bisschen Beton. He? Das ist entweder gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Oh, Oberlicht, kennen wir. Kann man an diesen Wänden nichts aufhängen oder wendet das nicht? Doch, man kann schon. Es ist ein bisschen mühsam, man kann nicht so gut bohren. Du, warte nur, bis Ida da in ihre Boyband-Poster aufhängt. Ja, das kommt dann noch. Das ganze Konzept. Sie hat noch eine ältere Schwester, also das wird schon holen. Oh, das ist schön. Darf ich? Ja, sicher. Es schmeckt auch nach Beton. Ja. Das schmeckst du wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr so. Wenn, jetzt irgendwie, wenn wir Wochen weg sind und heimkommen, dann schmeckt es schon anders. Es ist wirklich wie so neben einem Betonmischer. Aber nicht übel. Nein, nein, aber es ist. Das ist cool mit dem runden Fenster. Da würde ich immer, ein bisschen reinsitzen. Ja, jetzt machen die Kinder ganz viel, gell? Machst du das auch am Mittag, Ida? Hm? Reinsitzen? Ist das schön? Ja, dann kommt das Fernseher ins Haus und dann können wir sich eine Fotosession machen. Vor allem im Schlafzimmer, finde ich auch gut. Was wir auch ganz viel haben, ist, dass die Leute unten die Strasse anhalten und dann Fotos machen da oben. Ich muss sagen, ich bin selber gezogen. Ich habe zuerst ein bisschen gemützelt. Ida, wir gehen wieder. Ist gut. Wir dürfen nicht mehr stören. Tschüss sagen. Darf ich das Einhorn mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Danke viel, viel mal. Also, das war jetzt wirklich eine sehr spontane Aktion. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Funkgerät. Wo ist der Sound? Wir müssen nicht arbeiten, obwohl es ein geiler ist. Was für ein Song! Wo ist mein Strähl? Geradeaus. Du kannst nicht wegen einem Autofahrer strählen. Moll! Oh Gott! Da, du! In die Uni? Ja, einfach! In die richtige Richtung! Ja! Spiss! Ja, ich weiß! Das habe ich nur so gesagt. Das ist das Einzige, was ich kenne, so aus dem Fachjargon. Ja! Oh! Ja. Gut! Noch nicht ganz. Die nächste Haus ist eh etwas dunkel. Mir wird dich nicht groß sehen. Wir gehen jetzt zu der Weite von Maya Giga. Dem Mann, der mit seiner Kunst sogar einen Oscar gewonnen hat. Ehrlicherweise, vor dem Dreh habe ich mich nie gross mit dem H.R. Giger befasst. Es hat mich auch immer ein bisschen abgeschreckt, dem seine Kunst. Seine Werke vereinen meistens so die drei wichtigsten Phasen des Lebens. Geburt, Fortpflanzung und Tod. Geburt, Sex und Tod in einem? Ja, das, wie du dir vorstellen kannst, kann ein bisschen verstörend wirken. Aber er war ein sehr lustiger Mensch, der gerne gelacht hätte. Im Dunkeln? Irgendwie. Wo ist da der Eingang? Gute Frage. Es eben... sind drei verschiedene Häuser. Aha. Es sind eins, das drei und das fünf dazu. Ich finde es einfach nicht so gemütlich, dass die Läden zu sind. Genie der Finsternis, habe ich mal gelesen, hat man ihn bezeichnet. Ja, aber nein, schau mal, das. Nein, das sieht nicht aus, als würde sie, dass ich komme, gell? Da hat es einen Betonklotz vorne dran. Aber das ist doch ein bisschen Hollywood-mässig, weißt du, das Verwachsnige? Siehst du da oben das Alien? Ah, das ist jetzt der Oscar-Win. Nimm mich mal auf die Schulter. Mal hinschauen.
Oh! Mein Knie. Da, runter! Ja. Nein, sorry. Wirklich, können wir nicht einen neuen besorgen? Es sieht aus, wie wenn es da Tier hätte. Hat er Tier? Katze. Und seine Biomechanoiden, so haben seine Skulpturen geheissen. Eine Mischung aus Maschine und Mensch. Soll ich mal da noch vorbei? Kommen wir da irgendwie vorbei? Ja. Oh, hör auf! Hör auf! Mach! Nein! Gut. Ah, jetzt. Ein Puff, Skulpturen. Es sieht aus wie ein Backstage-Bereich. Sie haben gesagt, Haus Nummer 5. Wieso flüsterst du? Ich weiß auch nicht, hat sich so angefühlt. Gut. 5. Immer gut, wenn du nicht weißt. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Ich bin Viola. Viola, gerne. Hallo. Hallo. Freut mich sehr. Sind wir rein? Hallo? Ich bin Marco. Marco, freut mich. Viola, ihr wohnt aber nicht miteinander da, oder? Nein, aber er schafft. Wir sind ein paar Leute in dem Haus, die arbeiten für den Hans-Rudi. Und er macht Ausstellungen für uns und den Werkkatalog und überhaupt viele Sachen für uns auch. Der Hans-Rudi hat immer ein Team von Leuten, die ihn eigentlich unterstützt haben. Und das ist jetzt eigentlich nur so, damit sie nicht so alleine hier im Haus sein müsste. Und das ist eigentlich immer Leben da, ja, neben der Katze noch. Aber wohnen tust du da? Ja. Ja, also meine Mami ist am Excel da und da kommen da immer wieder Leute wieder vom Ausland und so, aber bleiben da manchmal noch wochenlang da oder so, und sonst bin ich allein, ja. Also eben, das Haus hat er ja im 71 bekommen, ein bisschen mehr wie 30-jährig. Die Grundidee war, dass das ganze Haus irgendwie nach seinem Gusto bemalen. Er hat immer Bilder wählen und so, aber die haben ihm nicht wirklich gefallen. Und dann hat er angefangen, das ganze Haus da, hat er angefangen durchmalen. Und muss es so dunkel und düster sein? Ist das Nein, Programm? Wir haben wirklich Probleme mit dem Elektrischen. Wir haben so viele Leute schon gehabt, die elektrisch machen. Und es funktioniert damit 2-3 Tage und dann gehen die Viren aus. Es ist einfach sehr alt. Schau, vielleicht könnte man noch schauen. Das ist die alte Toilette. Nichts kaputt machen. Also, da hat halt all seine Hieronymus-Bosch-Bilder drin, gell? Also das ist die alte, wir haben eben drei, gell? Aber das ist die erste, die war ganz in Gold. Und die ist renovationsbedürftig. Aber ist funktionstüchtig? Ja, natürlich. Ja. Es ist eine endlose Arbeit in diesen Häusern und im Garten, gell? Alles ist halt wirklich mittlerweile alt. Und jetzt können wir da rübergehen, das ist die alte Stube. Ohne Fenster? Ohne Fenster, ja. Der Raum da ist, wie wenn er ein Gemälde vom Hans-Rudi betreten. Also, ja. Er hat da wirklich sein eigenes Bild, seine eigene Welt geschaffen. Und das sind auch ganz frühe Bilder, also die ersten Spritzpistolenbilder, die wir hier sehen, die übrigens ohne Korrektur gemacht worden sind. Er hat links oben angefangen und ist rechts drauf. Und irgendwann mal hat sich ein Bild ergeben. Und also das ist ohne irgendeine Korrektur. Wie erklärt ihr euch, dass der Hans-Rudi sich wohlgefühlt hat in so einer Umgebung ohne Licht? Er hat einfach eine Welt gesehen, die wir irgendwie nicht gesehen haben, die er können hat darstellen. Das hat ihn vermutlich auch sehr berühmt gemacht. Und er hat am Schluss eigentlich, ja, hat sich fast wohler gefühlt in seiner Welt als da außen, wo es irgendwie nur Schrecken und schlimme Leute und schlimme Sachen passieren. Ja. Er hat kein Fleisch mit Knochen können essen, er hat keine Nachrichten können schauen wegen dem Krieg. Ich meine, er war unsensibel gewesen, gell? Bewegt sich der von allein? Ja, willkommen in der guten Stube, Jan. Im Platz. Darf man ansitzen? Darf man da ansitzen? Ja. Ist bequem. Eigentlich schon. Sieht es auch gut aus. Ja, wie aus einem Guss. Ja. Das ist im Hals, wo die sind persönlichen Setzkasten, die man hier sieht. Ich habe Schlümpfe sammelt. Das ist der Oscar. Ja, und das ist der echte Oscar. Der echte, ja. Nicht wahr? Ja, ich meine, das ist einer von diesen Scherzartikeln. Oh, nein, darf ich ihn anlangen? Nein. Achtung, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ist der eigentlich ein Fluch oder ein Segen?
Beides. Eben, er ist ja nachher geschnitten worden von der Kunstwelt als Filmdesigner und so. Aber handkehrum, ich meine, er hat dort alles reingegeben und er ist bekannt worden durch den Oscar. Mhm. Und darum war es beides gewesen. Wo sind wir jetzt da? Das ist die ehemalige Küche. Genau. Wo er das eben noch Küche-Bad-Kombination modelliert hat in Polyester, wo damals so das neue Material war. Also hat ja Innendesign studiert. Und das ist eigentlich schon das zweite Haus. Er hat dann später mit dem Geld nach dem Alien-Film ein zweites Häuschen kaufen. Das ist ein Anbau, den Hans noch gemacht hat. Da siehst du, der Zug kommt dann da ins Haus rein. Das ist der Bahnhof, wir haben den Bahnhof gesagt. Und der Hans Udi da ist jetzt eben hinten dran in sein Zimmer. Mhm. Ist dann am Morgen aufgestanden, hat da, die Türen aufgemacht und ist mit dem Zug. Nein, jeden Tag. Ja. Und dann direkt die Geisterbahn. Ich habe Spinnen! Ich sehe nichts, Gang! Tausend Füße. Mach einfach vorwärts. Hast du die Augen zu? Nein! Ja, weißt, mit dem Zug bist du halt tiefer. Mit dem Zug ist angenehmer, gell? Und bist auf dieser Höhe. Ja. Und? Ja, ich sage nicht, ich kann mich schon zusammenreißen. Da haben wir jetzt eben den berühmten Sternzeichenbrunnen. Und das ist eine schöne, als Künstler kann man wirklich all seine Kindheitsträume realisieren, wenn man das konsequent genug verfolgt. Also ja, wenn es läuft. Wenn es läuft. Ja, es ist nicht immer so gut gelaufen, aber hat auch also, ja, entsprechend dafür geschafft. Schau mal, das ist ein alter Tumbler. Und so Puppen, gell? Es ist so zum Schiessen. Es ist einfach lustig. Man muss den Humor sehen. Hast du eigentlich Verständnis für gewisse Leute, dass wahrscheinlich alles abschreckend ist? Ja, aber man sollte halt mehr hineinschauen. Er war sehr lustiger und er hat halt auch gerne schockiert, gell? Und eben auch die Tabu brechen und so. Das ist halt. Er hat es auch gerne eben so ein bisschen verfallen gehabt. Wir haben immer halb gestritten mit ihm. Er hat es gerne gehabt, wenn einfach alles irgendwann verkehrt, moosbewachsen ist. Aber irgendwann sieht man nichts mehr. Alle paar Jahre haben wir wieder den Zug ausgraben und die Figuren ein bisschen abstauben oder ein bisschen, ja, Moos wegnehmen, damit es wieder so etwas gibt. Sagst du mir Entschuldigung, ich muss jetzt wahrscheinlich putzen? Ein bisschen Dämmstil, genau. Ja, wir tun nachher alles wieder verwischen, so wie wenn nichts gewesen wäre. Wirklich im Fall. Das ist ein schlechtes Gewissen. Ja, nein, es würde mich auch stören. Weißt, wenn es, so, es muss einfach so aussehen, wie es aussieht. Gell? Wo gehen wir jetzt her? Gehen wir ruhig. Bitte. Links, ja. Da sind wir jetzt eigentlich im Kernstück des Hauses. Das ist das Atelier von Hans Rudi. Da ist praktisch alles entstanden, was im Museum ist, wo bei all diesen Sammlern ist, wo da im Haus ist. Dort ist das Brünneli, wo er wirklich am gebastelt hat. Das Brünneli in der Schweiz. Ist das nicht toll? Und da geht es noch ein Skelett, das oben runter lächelt. Lächelt das? Ja, da oben hat sie ein Skelett. Wir haben auch da eins, wir haben es dann abgenommen. Wir hatten mal ein paar gehabt, die da oben so gehockt sind und da geschaut haben. Die sind echt? Die sind ja, echt, genau. Das, also früher hat man die noch relativ einfach bekommen. Ja, nein, jetzt wirklich? Die sind echt? Ja, ja, natürlich. Wir sind dort im Giger daheim, ja. Er ist in diesem Haus gestorben, oder? Ja. Ja, da vorne. Mit den Treppen. Dann gehen wir nachher noch durch. Das, ja. Ist für dich nie eine Option, sie zu gehen auch? Mal viele Jahre. Also ich habe wirklich, also wir haben dann die Treppen verändert und wir haben jetzt gerade noch mal, weil es hat es gestellt gehabt, dort beim Eingang. Beim Eis und wir haben es am Anfang umgestrichen und das Jahr habe ich es jetzt ganz wegnehmen, weil ich kann einfach nicht jedes Mal, wenn ich abgange, höre ich immer den Schädel und darum haben wir es jetzt das Jahr ganz weggenommen und ja, nein, das ist Trauma, gell? Andererseits, da lebt sie noch irgendwie mit ihm und das ist einfach eben immer noch wie sein Geist und sein Werk und irgendwie hat man einfach nicht können einfach da weggehen. In welchem Raum bist du am meisten, wenn du hier allein bist? Im Schlafzimmer.
Dürfen wir den schauen? Ja, natürlich. Ah ja, warte, das müssen wir zuerst. Das ist ein Sarkophag. So herzig. Für's, ja, für die Katze hat es auch noch ein Sarkophag-Eingängli. So. Ja. Vorwärts. Das ist jetzt mein Schlafzimmer. Also ich arbeite auch da zum Teil. Das ist halt mehr so tibetisch, ägyptisch, gell? Und schau, das ist jetzt wieder ein Spiegel vom Hans Rudi. Der ist wunderschön. Mhm. Hast du wieder einen neuen Partner? Nein. Wird das für dich? Ach, wieder in Frage verlieben. Ich weiß nicht, das ist, weißt, entweder nimmt es dich oder nimmt dich nicht. Und im Moment habe ich das jetzt nie empfunden. Gell? Also, und einfach so ist ein Partner nehme ich nicht, weil ich bin froh, ich bin gerne allein da. Ja. Gell? Danke. Ist dann schön. Ja. Das ist jetzt unsere Küche. Das durfte ich dann quasi einrichten. Ja. Oder so. Ja. Darum ist es ein anderes. Also es ist viel heller alles. Genau. Ja. Ja, es war eine unglaublich spannende Reise durch das Haus, Marco Carmen, ja, die ihr mir hier ermöglicht habt. Am Anfang ist man irgendwie so erschlagen und irgendwann beruhigt sich das Gefühl, auch dank euch. Es fühlt sich am Schluss gar nicht mehr so erdrückend an. Ja. Am Anfang hängt man sich mehr auf an so Detail. Und nachher merkst du, es ist, so. Es ist total ausgewogen. Ja. Tschüss, danke vielmals. Tschüss zusammen. Tausend Dank. Gell? Carmen, Marco, ja, danke tschüss. Vielmals. Alles Gute. Ja, alles Gute. Tschüss. Wir sehen uns im Februar wieder. Das ist so, und zwar zusammen mit Ihnen zu der vierten Staffel von Ding Dong. Bis dann, oder miteinander. Ciao, Brudi. Ciao, Brudi.